Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Pickups. Und dieses Mal hat sich so einiges wieder in meiner Sammlung getan. Hauptsächlich der Fokus liegt auf Game Boy auf jeden Fall. Ich habe aber auch so ein paar kleine andere Sachen. Ich habe sogar ein Geschenk bekommen, was sehr überraschend kam und über das ich mich sehr gefreut habe. Aber ich würde sagen, genug der Vorrede. Ich fange mal an und zwar mit neuen Sachen. Und zwar erstmal ein kleiner Nachtrag. Das habe ich eigentlich in den letzten Pickups schon zeigen müssen. Ich habe es vergessen. Ich habe mir für die Switch von der Limited Run Star Wars Jedi Knight und Jedi Knight Academy geholt. Das sind ja so wirklich klassische Star Wars Spiele, die jetzt neu für die Switch aufgelegt werden. Und wer Limited Run kennt, weiß, die nehmen sich halt Sachen, die eigentlich nur digital erscheinen und machen dann eine physische Version draus. Das habe ich eigentlich irgendwann, ich glaube, Mitte letzten Jahres bestellt und dann irgendwie vergessen. Wir haben ja so eine Gruppe, wo wir dann ab und zu mal, ist mittlerweile seltener geworden, aber halt bei Limited One was bestellen. Und ich hatte irgendwie ganz vergessen, dass ich das mitbestellt habe und dann war es irgendwann da und hey, willst du es noch? Ja klar, sicher. Ich habe es allerdings noch nicht angetestet, aber ich finde es halt ganz cool. Es gab da, glaube habe ich die Option entweder nur Jedi Knight Academy oder Jedi Knight 2 zu holen und ich dachte mir, okay, dann nehme ich hier diesen Doppelpack, wo ich beide Spiele habe. Ich habe die Spiele damals so am Rande mitgespielt. Ich habe das nicht so hardcore verfolgt, aber ich dachte mir, es wäre mal eine super Gelegenheit, die Dinge auf der Switch nachzuholen. Ja, wie gesagt, ich habe noch nicht reingetestet, aber das als kleiner Nachtrag zu der letzten Folge. Und dann habe ich mir noch ein weiteres Switch-Spiel gehangelt und zwar Hades oder Hades. Das Spiel wurde ja wirklich so in dem gefühlt in meiner Bubble in den letzten Monaten wirklich stark abgefeiert. Es ist ein Roguelite, wo er halt ja den Hades spielt oder spielt zum Hades. Ich glaube, ich spielt irgendeinen Göttersohn. Ich habe es auch schon Update runtergeladen und in Switch, aber ich habe es noch nicht angespielt. Das kam auch erst diese Woche. Und wie in jedem Roguelite müsst ihr halt dann immer die Welt erkunden, euch durchkämpfen. Das hat so ein bisschen Zelda-mäßige Anleihen von der Perspektive her, würde ich sagen. Ihr habt natürlich immer verschiedene Modifikatoren, dass jeder Run so ein bisschen sich anders anfühlt. Und jeder weiß, das Genre macht es halt aus, dass ihr einen Run macht. Ihr kommt nicht weit, ihr behaltet aber noch Boni, die euch beim nächsten Run dann etwas helfen. Und so kommt ihr halt dann doch, obwohl ihr eigentlich immer scheitert, Stück für Stück weiter. Und solche Spiele liebe ich ja. Und das Spiel wurde halt einfach so dermaßen abgefeiert, dass es mir auch mal holen musste. Ich bin jetzt durch Zufall drüber gestolpert, dass es auch physisch für die Switch erschienen ist. Wie ihr wisst, ich kaufe ungern so für die Switch digital Spiele, weil ich mir denke, hey, ich habe so eine Konsole, dann will ich das auch als Modul haben. Und ja, das ist jetzt meine Sammlung gewandert und mal gucken, wann ich jetzt die Zeit finde, da mal tiefer einzusteigen, ob es wirklich den Hype gerecht wird. Ich bin gespannt, aber ich bin schon bei so einigen Spielen dieser Art so ein bisschen hängen geblieben. Zum Beispiel Moonlighter für die Switch ist auch ziemlich geil. Habe ich auch sehr ausdauernd gespielt, weil es einfach Spaß macht, obwohl man scheitert, dann doch immer etwas weiterzukommen. Hades für die Switch. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, meine Switch, geht das euch auch so? Die staubt momentan irgendwie extrem ein. Ich weiß nicht warum, aber ich finde irgendwie nicht so den Grund, mir jetzt irgendwie meine Switch zu packen und großartig zu zocken. Gefühlt, für meinen Geschmack ist da so etwas Flaute drin. Ich nutze aber auch die Switch auch eher so für sowas wie hier, wo man einfach mal so 20 Minuten mal kurz was spielt und gut ist. Ich habe da keinen Bock, stundenlang da auch mit der Switch zu zocken. Ich benutze die ja so meistens in der Handheld-Version und so ein Spiel ist dann perfekt, aber irgendwie die staubt bei mir ein und damit wollte ich es jetzt irgendwie reaktivieren. Ich weiß auch nicht wieso. Dann kommen wir zu dem Geschenk. Und das mag euch jetzt vielleicht etwas, ja, nichtssagend aussehen. Es sind halt Gameboy-Kopfhörer. Ihr erinnert euch vielleicht, in der letzten Pickup-Folge habe ich euch meine neue Gameboy-OVP gezeigt, die jetzt da in der Vitrine ist. Habe aber festgestellt, hey, schade, dass da keine Kopfhörer dabei sind, aber die besorge ich mir irgendwo. Und das hat der liebe Christian von der Webseite RetroPlays anscheinend gehört und mir die zugeschickt mit einem netten kleinen Zettelchen dabei. Und das hat mich wirklich voll geflasht. Ich habe die Post geholt, ich saß da den Umschlag, weißt du, hä?
Hast du wieder irgendwas bestellt, irgendwie, was du jetzt vergessen hast? Und dann habe ich das aufgemacht und habe das gesehen und ich war wirklich super, super positiv überrascht und ich habe mit sowas überhaupt nicht gerechnet. Vielen, vielen lieben Dank an dich, lieber Christian. Ich war mit ihm so ein bisschen im Austausch. Wer die Seite Retro Place noch nicht kennt, das ist im Prinzip ein großer Marktplatz zum Verkaufen und zum Kaufen eurer Videospiele, egal ob Retro oder neue Sachen. Ihr könnt damit eure Sammlung verwalten und so weiter. Und ich nutze die Seite auch schon länger, um meine Sachen zu verkaufen, weil ich es einfach so ein bisschen bequemer finde, als bei eBay zu handeln, weil man da auch da gleich, okay, das ist das Spiel, auch in der Version und so weiter. Das ist, finde ich, so ein bisschen übersichtlicher als bei eBay und die Gebühren, wenn ihr verkauft, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist sogar etwas geringer als bei eBay. Wunderbare Seite. Kurze Sache in Eigenwerbung. Ich habe unten auch in meinem Kommentarfeld einen Affiliate-Link zu Retro Place. Das heißt, wenn ihr auf den klickt und bei Retro Place was kauft, dann kriege ich so eine kleine Provision. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, ihr zahlt nicht mehr, klickt einfach mal auf den Link und guckt euch die Seite an. Ich werde bei Zeiten auch irgendwann mal ein Video machen, wo ich die Seite so ein bisschen vorstelle, weil ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden mit der Seite und wollte ich euch mal ein bisschen mal kundtun und mal vorstellen. Aber ich bin mit meinen Videos immer so verpeilt, dass das dauert immer so ein bisschen. Weil es war eine super Überraschung von dem lieben Christian. Vielen, vielen Dank an dich an dieser Stelle noch auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu dem letzten Nicht-Gameboy-Spiel. Und ich konnte es mal wieder nicht lassen, natürlich. Ich muss mir mal wieder ein Virtual Boy-Spiel holen aus Japan. Und zwar Jack Bros. Das ist eins dieser Spiele, die für Virtual Boy noch wirklich zu den ganz, ganz guten gehören. Und zwar könnt ihr euch das vorstellen, also mich persönlich hat zuerst an Bomberman erinnert. Ne? Ihr steuert auf der Draufsicht, ihr steuert eure Figur so durch kleinere Labyrinthe und so weiter. Legt allerdings keine Bomben, sondern kämpft euch so durch. Und ihr habt da immer diese verschiedenen Ebenen, müsst ihr halt einen Schlüssel suchen, dann halt das Tor aufmachen, dann eine Ebene runter, bis ihr dann halt zum Boss kommt, nächste Welt etc. Also vom Spielablauf her eigentlich ist nichts revolutionär Neues, aber es ist einfach grafisch und vom ganzen Spielgefühl eigentlich sehr, sehr gut aufgemacht und daher auch ein sehr, sehr guter Titel für den Virtual Boy. Das ist jetzt wieder ein Spiel, was neu ist. Also wie gesagt, wenn ihr bei Japan eBay so ein bisschen rumguckt, da findet ihr durchaus so Old New Stock, also wirklich so neue Spiele, die noch nicht ganz jungfräulich sind, sind zwar nicht eingeschweißt, wobei ich hier bei dem hier etwas enttäuscht war. Und zwar hat das der Händler an Japan in einen Briefumschlag geschickt. Ohne große Polsterung. Ihr könnt euch vorstellen, ne, wer die Virtual Boy Spiele nicht kennt, die sind vom Format her so groß wie Game Boy Originalverpackung und auch ähnlich gefedert. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass das einfach so ein Pappumschlag ist. Es gab leider eine kleine Druckstelle. Das heißt, der Zustand ist es nicht mehr 1++, sondern immer zwar noch sehr gut, aber halt nicht so super, super. Finde ich etwas schade, aber wie ihr mich kennt, ich bin da jetzt nicht so ganz so pinsig, aber es ist eigentlich schade, wenn man das bestellt und dann wird es halt durch mangelnde Verpackung dann halt so beschädigt. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Stories, hat jeder wahrscheinlich von euch irgendwann mal was gekauft, wo man dann so ein bisschen enttäuscht wurde. Trotzdem, schönes Spiel, Preis ging auch voll in Ordnung, von daher habe ich da jetzt auch nicht großartig gemeckert. Für meine wachsende Virtual Boy Full Set Sammlung, wobei Full Set wird es glaube ich nie werden, weil da gibt es einige wirklich teure Kracher. Ich habe da mal so aus Spaß geguckt, ich wollte mir mal dieses kuriose Spiel, wenn ihr den Virtual Boy Spieleüberblick gesehen habt, vor ein paar Wochen kam der bei mir, da gibt es so ein geiles Puzzle-Spiel, wo ihr so Sachen kombinieren müsst und das war das ein Gedärme. Und Virtual Lab heißt das, glaube ich, wenn ich im Kopf habe. Und das wollte ich mir holen, weil es einfach so kurios ist. Das Spiel an sich ist halt nicht so geil, aber es ist so kurios. Boah, ein OVP kostet da so wie 1500 Euro. Also das Ziel mit den OVP Full Set für den Virtual Boy habe ich schon abgelegt, auf jeden Fall. Das waren jetzt die Nicht-Gameboy-Sachen. Aber wenn ich so nach links gucke, erwarten uns jetzt noch einige Gameboy-Spiele, die wirklich alle fantastisch sind. Und das erste Gameboy-Spiel, was ich euch zeigen will, ist Felix the Cat. Und zwar bin ich dadurch gekommen auf das Spiel durch das wunderbare Pocket-Magazin von dem guten Kollegen von der Seite dmgpage.de. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Das ist mittlerweile schon die vierte Ausgabe. Ich verlinke euch natürlich mal die Seite. Ist eine wunderbare Fanseite rund um den Gameboy. Auch ich wollte mal mit ihm irgendwann mal ein Interview-Video machen, aber hol mal nach. Das erscheint so alle paar Monate und das deckt so ein bisschen, bespricht immer so ein paar Spiele ab, was Homebrews ankommen und so weiter. In dieser
Ausgabe gibt es sogar eine Verlosung von meinem Buch. Da arbeitet man natürlich immer auch ganz gerne zusammen. Und dieses Mal war halt Thema Tiere. Und da hat er dieses Spiel Felix the Cat vorgestellt und das ziemlich stark abgefeiert. Ich habe jetzt leider noch nicht so ganz groß reingespielt. Es ist ein wunderbares Jump'n'Run, was halt so ein bisschen die Sachen immer hier und da mal natürlich etwas auflockert. Ich habe mal ein Video gesehen, super Grafik, es scheint sich sehr, sehr gut zu spielen. Allerdings gehört es leider halt nicht zu den wirklich billigen Modulen. Und das hat mich so etwas abgeschreckt, aber da dachte ich mir, okay, so langsam in meiner Gameboy-Sammlung, ich komme jetzt glaube ich so langsam knapp über 200 Module oder sowas, da dünnen sich natürlich diese sehr günstigen Schnäppchen aus. Man muss so schon mal, wenn man sich neue Spiele kaufen will, in die etwas teureren Gefilde abtauchen. Ich freue mich auf jeden Fall, mal einen Test drüber zu machen und ich vertraue den Kollegen von DMG Page da natürlich vollkommen und freue mich schon, weil das scheint wirklich sehr, 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 sehr schön aufgemacht zu sein. Und mit dieser Felix the Cat, dieser Comicfigur, kann ich persönlich jetzt nicht so super viel anfangen. Ich glaube, dass die war auch vor unserer Zeit populär, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwann sogar Anfang des letzten Jahrhunderts. Ich wollte schon sagen dieses Jahrhundert, aber wir haben ja das 21. Jahrhundert mittlerweile. Ja, auf jeden Fall freue ich mich da mal tiefer einzusteigen. Und im selben Zug habe ich mir vom selben Händler dann noch Nail in Scale geholt. Auch das habe ich schon so länger auf meiner Liste. Auch das ist billiger als Felix the Cat, aber ist auch nicht ne, unter 10 Euro kriegt ihr das nur mit Glück. Und das ist ein nettes Puzzle-Spiel, also ein Puzzle-Plattformer. Und zwar, ich habe auch schon ein Testvideo dazu gemacht. Ich habe ein bisschen fleißig vorbereitet, deswegen werde ich mich selber hier zitieren und sage, grob zusammengefasst spielt er ein Psycho mit einer Zipfelmütze und einer Nagelpistole. Wenn das mal nicht nach einer super Spielidee klingt. Also im Prinzip spielt ihr halt so einen kleinen Zwerg, habt da wirklich eine Nagelpistole, womit ihr so Bolzen verschießen könnt. So, und die Level sind immer so mit einzelnen Blöcken aufgebaut. Und diese Bolzen, die stecken auch in den Wänden. Eigentlich nicht bei allen Blöcken, es gibt natürlich welche, wo es abprallt und so weiter. Aber damit könnt ihr euch zum Beispiel selber Plattformen bauen, um halt rumzuspringen und natürlich auch Gegner zu erledigen. Also im Prinzip muss man damit dann halt diverse Rätsel lösen. Ihr müsst dann auch mal Blöcke schießen und dann damit zerstören. Also das wird vielfältig verwendet. Ist auch ein relativ frühes Gameboy-Spiel, deswegen ist die Technik natürlich so etwas einfach gehalten. Aber ist ein echt nettes Puzzle-Prinzip. Also ich hatte durchaus mal einen Spaß. Mag natürlich nicht jedermanns Sache sein, aber so ein Puzzle-Plattformer finde ich es immer sehr schön, wenn die sich halt einfach ein Kernelement herausnehmen und das dann wirklich auf die Spitze treiben und möglichst gut ausnutzen. Ne? Und nicht einfach so viele Features wie möglich reinpacken und alles ist nur so halbgar. Nee, das finde ich schon der richtige Weg. Kann man sich durchaus mal anschauen. Dann habe ich als nächstes The Humans. Auch das habe ich schon länger auf meiner Liste gehabt und irgendwie habe ich das damals, meine ich, auf dem PC gespielt. Ich bin mir nicht sicher, oder Amiga oder ähnliches. Auf jeden Fall ist das Spiel so eine Art Lemming-artiges Spiel. Ich wusste nicht, dass es auf dem Game Boy gibt, aber irgendwie hat mich dieses Cover mit der Art irgendwie getriggert, dass ich das gleich auch für mich haben wollte. Und zwar ist das Prinzip wie Lemmings, nur dass ihr kein Lemmings spielt, sondern ja, Humans, also Menschen, wie der Titel halt sagt, und zwar Steinzeitmenschen. Und ihr habt dann halt in jedem Level eine Aufgabe. Ne, wie zum Beispiel, finde das Feuer. Und dafür habt ihr immer eine bestimmte Anzahl von Menschen, die ähnlich wie in Lemmings dann halt auf Knopfdruck bestimmte Aufgaben lösen können. Ne, zum Beispiel, da ist ein Felsvorsprung, also geht da einer hin, sagt ihr vorweg, hier, mach mal Räuberleiter, dann bleibt dann so stehen, dann weht ihr den nächsten an. Zack, könnt über darüber springen, beziehungsweise draufklettern und da weiterlaufen. Also Rätsel dieser Art, die laufen nicht automatisch ab wie bei den Lemmingen. Wenn ich jetzt vor einmal Lemminge sage, dann dürft ihr mich zurecht hauen, sondern wird halt Figur für Figur und könnt halt dann so euch dann durch diese verschiedenen Fähigkeiten das Rätsel dann lösen. Ist ein interessantes Spiel, habe ich auch mal Bock drauf, da mal wieder näher reinzusteigen, aber ich meine, ich habe es damals auch im PC gespielt. Ich bin mir nicht sicher, ich habe mir noch nicht die Release-Liste angeschaut, für welche Systeme das alles erschienen ist, kommt aber noch.
Dann habe ich als nächstes ein schönes Spiel aus Japan. Da habe ich ja auch schon einen Test für gemacht, und zwar Nubau. Wunderbares Spiel. Ich weiß, ich feiere das jetzt sehr stark ab. Da kommen jetzt sogar noch zwei Videos, wo ich das auch noch erwähnt habe, beziehungsweise kam ein Video oder zwei Videos, je nachdem, wann dieses Video erscheint. Ich weiß es noch nicht so ganz, wann ich es veröffentliche. Und das ist einfach so sympathisch, ne? Es ist leider Japan-exklusiv, ist es hier nie erschienen. Ist natürlich auch in japanischer Sprache, wobei man es eigentlich auch ganz gut ohne spielen kann. Alternativ gibt es aber auch ein Fanpatch, der das Ganze auf Englisch übersetzt. Also da habt ihr kein Problem mit. Und es ist einfach ein einfaches Puzzle-Rätselspiel. Also ihr steuert ihr den Nubau. Das ist so ein bisschen ein etwas unförmiger Spielecharakter. Übrigens, Fun Fact am Rande, das ist auch ein Maskottchen einer Tokio-Bäckerei, also einer Bäckerei in Tokio, die da sehr bekannt ist. Und ihr seht selber am Gameplay, dass die Animationen sind einfach herzzerreißend. Das ganze Rätsel lösen ist auch nicht super schwer, ne? Also ihr habt da zum Beispiel einen Hund im Weg, aber im Bildschirm vorher habt ihr einen Stock gefunden. Also nehmt ihr einen Stock, werft ihn und der Hund, zack, zieht ab, schon ist der Weg frei. Also es ist wirklich sehr einfach zu spielen, aber ihr werdet einfach so super reingesaugt, weil die ganze Atmosphäre einfach so herzzerreißend süß ist. Die Musik untermalt, das ist alles wunderbar. Also wirklich das perfekte Spiel, um mal nach einem harten Tag mal ein bisschen abzuschalten und sich einfach mal ein bisschen mit Fröhlichkeit beschallen zu lassen. Nubau kann ich euch nur empfehlen. Guckt euch das Testvideo an, guckt euch die anderen Videos, wo das überall auftaucht, an. Nicht nur bei mir auf dem Kanal. Wunderbares Spiel. So, und als letztes Spiel, das ist vielleicht sogar ein Schnäppchen, ich bin mir etwas unsicher. Zumindest habe ich das für einen Preis bekommen, wo normal, so auf eBay Kleinanzeigen, und das war das Doppelte. Und das war eine frisch reingesetzte eBay Auktion, die auch nicht billig war, aber zack, ich wollte es haben. Und zwar The Simpsons Itchy and Scratchy in Miniature Golf Madness. Auch da habe ich schon einen Test für vorbereitet, und das ist das beste Simpsons-Spiel auf dem Gameboy. Punkt. Simpsons-Spiele gibt es ja so einige auf dem Gameboy, die meisten sind aber wirklich Murks, aber das ist so richtig geil. Und zwar ist das ein Golfspiel, das in 2D gespielt wird. Also so eine Art Golf-Plattformer, kann man es sagen. Also ihr spielt Itchy. Nee, das ist Scratchy. Scratchy ist die Katze. Also die Katze spielt ihr. Und habt halt ein Ziel, ne? Ihr wollt Golf spielen, habt einen Golfschläger, Ball, zack, zum Ziel zu kommen. Problem ist natürlich, die nervige Maus Itchy will euch davon abhalten, wie in der Serie, will euch töten. Das heißt, ihr müsst euch ja ständig gegen die erwehren und dann nebenbei noch den Ball dann quasi zum Ziel bringen. Ist natürlich alles so ein bisschen aufwendiger, komplizierter gestaltet. Ist nicht alles so gut einsehbar. Hier gibt es mal Plattformen, die man überwinden muss. Die Welten sind alle sehr wunderschön gestaltet. Es gibt 9 Stück, die alle so ein bisschen verschiedene Thematiken haben, ne? Wie zum Beispiel die Horrorwelt oder die Piratenwelt. Und die haben natürlich dann verschiedene Hindernisse, die ihr dann beachten müsst. In der Horrorwelt gibt es dann zum Beispiel irgendwelche so Särge, die sich so aufmachen, die ihr dann als Rampe benutzen müsst für den Ball, um über Hindernisse zu kommen. Also solche Spielereien gibt es überall, und ich mag das Spiel. Ich weiß nicht, also das finde ich wirklich gut, weil es mal so wirklich was ganz anderes ist und sich was ganz anderes traut. Und es hätte auch ohne Simpsons gewirkt, das Spiel. Es wäre auch ohne Simpsons gut gewesen, aber so kommt natürlich nur so ein bisschen zusätzlicher Charme dazu. Also ich habe das Spiel nicht so oft gesehen. Ich glaube, es ist eines der eher selteneren Spiele. Man bezahlt dadurch auch etwas mehr. Ich glaube, das ist damals ein bisschen gefloppt, zumindest gefühlt. Und da gibt es gar nicht so viele auf dem Markt. Also es ist nicht so, dass ihr das jetzt überhaupt nicht findet. So ist es nicht. Aber man stolpert jetzt nicht unbedingt auf einer Retro-Börse drüber. Sagen wir es mal so an jedem Stand. Ne? Wie zum Beispiel andere Spiele, die man halt ständig sieht. Wunderbares Spiel, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal drüber stolpern solltet, schaut mal rein, lasst euch von den Simpsons Begriff in dem Sinne bitte nicht abschrecken, das ist wirklich gar nicht mal so verkehrt. Ja, und das waren auch meine Pickups. Wie gesagt, es ist einiges an Gameboy-Stuff dazugekommen. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Und wie schon gesagt, wenn ihr euch mal über die Seite RetroPlays informieren wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Affiliate-Link unten benutzen würdet. Schaut euch da einfach mal um. Ist eine schöne Seite, finde ich auf jeden Fall. Und natürlich die DMG-Page sowieso. Holt euch das Pocket-Magazin, wenn euch das Gameboy-mäßig alles etwas interessiert. Kann ich euch nur empfehlen.
Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, meine Lieben. Tschüss.